Im Riesenslalom gibt es auch Gold, Silber, Bronze zu gewinnen. Das ist wahrscheinlich, wenn man so den Weltcup anschaut, das ist ein bisschen die offenste Disziplin bei den Frauen. Federica Brignone, vielleicht Tessa Worley, eventuell die Schweizerin. Oder wie seht ihr das, Dominique Gysin? Also für mich ist schon Tessa zu favorisieren, vor allem auf dieser Strecke, einfach weil es ein richtiger Riesenslalom-Hang ist und sie einfach eine richtige Riesenslalom-Fahrerin ist. Hinterdran für mich auch Sofia Goccia, ähnlich wie im Super-G, sehr stark im Moment. Die Frage ist, ob sie sein Ziel bringt, aber wenn, dann ist sie sicher weit vorne. Und nachher wird es sicher offen. Lara hat eine super Chance, viele andere. Wir werden es sehen.